So, Beim Donner! Denn das bewirkt, dass wir nun eventuell selber mit angreifen können. Mal schauen, mal schauen. Am besten hier erstmal weiter die Verteidigung ausbauen. So. Und dann eigentlich könnten wir hier oben noch mal was hinsetzen. Wir haben sowieso so viele freie Bauern. Hops, bauen wir noch ein paar mehr Steine ab. Das passt da nicht hin, my lord. So. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Oh, oh nein, 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 nein. Ich rieche Blut. Die werden jetzt nicht unsere schönen Fallen hier zerstören. Die billigen Leiternträger. Vielleicht sollten wir einfach die Länderei hier unten mal einnehmen, oder? Kommt. Alle schön zu uns laufen, genau. Kriegsäxte. Gut, komm rasch. Los, alle vernichten. Ich bin bereit zur Schlacht. Okay, sehr schön. Können wir noch gebrauchen? Ja, noch mehr von denen eigentlich. Ich kenne keine Furcht. Ah, hahaha. Er zieht sich wieder zurück. Oh. Und er holt neue Leiternträger. Ja, mein Gott, soll er machen. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Vielleicht sollten wir jetzt diese Länderei da unten attackieren. Ja, das machen wir auch, komm. Ich rieche Blut. Angriff. Der Tod ist immer nahe. Krieg! Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt zieht er die Ritter zurück. Das nutzen wir jetzt aus. Bei Odins Bart. Wieso kann ich die da nicht angreifen da oben? Was soll das denn? Jetzt genau, mach die platt. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. So, mein Freund. Ein guter Tag zum Kämpfen. Das gehört jetzt uns. Wenn ihr senden möchtet, Sire, auf der linken Seite könnt ihr eure Auswahl treffen. Wählt und dann die Güter aus. Wie oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? Senden wir doch mal die Güter. Ja, das wird so langsam. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Wählt die Menge aus. Komm schon. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. So. Wenn wir schon mal dabei sind. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Kann man eigentlich noch mehr hier anbauen? Stein haben wir da oben. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. So. Hops. Die zieht da wieder alle zurück. Das ist klasse. Beim Donner! So.
Kann man hier was verkaufen bei uns? Na klar kann man was verkaufen. Sehr schön. Steine, das läuft jetzt alles. Ich rieche Blut. Wir zermalmen den Feind. Da könnten wir eigentlich nur noch mal anfangen, selber Waffen herzustellen, glaube ich. Zumindest für solche Bogenschützen. Würde sich das wohl lohnen? Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Wenn wir noch mal ein bisschen was verkaufen, dann errichten wir das Ganze noch mal. So. Jetzt können wir hier wieder weiter. Kann man das eigentlich auch auf einer Länderei bauen? Nee, schade. Das wäre natürlich super gewesen. Aber egal. Erstmal wieder mit den Fallen. Alles wieder nachrüsten. So. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Ups. Na, jetzt würden wir dann aber schön viel Nahrung und Rohstoffe erhalten. Und Stinkepeter macht aktuell gar nichts. Das gefällt uns doch. Oh, ich sehe jetzt gerade, hier sind ja überall Balliste. Dass er denn auf uns schießt, wenn wir da vorne das einnehmen wollen. Also wenn er nicht angreift, dann können wir eigentlich auch diese Länderei hier erobern. Kriegsäxte! Tod den Schwachen! Ich glaube, das machen wir auch. Ich bin bereit zur Schlacht. Gehen wir! Ups. Ja, auch nochmal so eine Reihe gebaut. Das passt da nicht hin, my lord. Ich kenne keine Furcht. Auf den Weg! Und dann greifen wir jetzt hier auch an. Na, so langsam kommen wir jetzt aber dichter dann. Sehr schöne Sache. Ah, passt mal auf, da, ich meine, wir können auch hier noch richtig schön für Holz abbauen. Und die ganzen... Oh, hier ist noch so ein schön großer Wald. Das nutzen wir auch. So. Steine und Holz. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, es macht nichts. Komm schon, komm schon, komm schon. Vorwärts. Mach die platt. Mach die platt. Schön, dass die nur Gold kosten und keine Ehre. Scheiße. Zum Sieg! Das Ballist schießt auf uns. Krieg! Alles andere als gut. Sie werden bluten. Okay. Bei Odins Bart. Aber wir haben das ja auch eingenommen. Und darum geht's. Wählt die Güter aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. So. So. Noch ein Gehöft. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Wie oft bitte, Sire? Wählt die Güter aus. Ups. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Haben wir das? Wieso passt das denn hier nicht hin? Hä? Na egal, ich glaube, das reicht. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So wie das, ja, so wie wir das jetzt hier haben. Können wir wahrscheinlich auch nochmal einen hinsetzen. Wieso geht das denn nicht? Doch, da. Sehr schön. Okay, also jetzt läuft's richtig. Jetzt haben wir den Dreh raus.
ein guter Tag zum Kämpfen. Na, was sagt Sir William? Ja, er hat Angst. Er greift jetzt nicht mehr an. Und so viele Truppen sind das da nicht. Beim Donner! Und die hier sind abgelenkt, auf unsere kleinen Bauern zu schießen. Natürlich genial. Ich rieche Blut. Oh, Beliebtheit, was ist denn hier los? Man ist sich eurer nicht sicher, Sire. Müsste doch voll steigen, hä? Plus 4, plus 5, minus 4, macht plus 5. Und wieso sinkt das, hä? Man ist euch zugetan, mein Herr. Ah, ich habe übrigens noch eine andere Idee. Wir errichten jetzt einfach mal eine Schenke. Und kaufen ein bisschen Alkohol. Ups. Ah, was heißt kaufen Alkohol? Wir bauen einfach Alkohol an. Ist ja noch besser. Wir haben so viele freie Bauern. So. Man ist euch zugetan, mein Genau, dann steigt die Beliebtheit. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Richtig schnell, dann sind wir richtig schnell beliebt. Und dann können wir eigentlich schon mal überlegen, wie wir die am besten angreifen. Und das sind echt nicht viele. Mit den Rittern ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ansonsten... Kriegsäxte! Das müssten wir schaffen. So. Ich bin bereit zur Schlacht. Ich kenne keine Furcht. Jetzt stellen wir eine richtig große Armee auf und dann greifen wir an. Das wird... Oh, schön. Viele Wählt Lieferungen Holz. Aus. Wählt die Menge aus. Traumhaft. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wie oft bitte, Sire? Wählt die Güter Das war aus. Die richtige Entscheidung, das hier vorne einzunehmen. Eure Beliebtheit steigt. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Das Volk liebt euch, Sire. Können wir vielleicht zur Sicherheit hier nochmal was hinsetzen? Ich weiß jetzt nicht genau, für wie viel das reicht, was wir hier haben. Oh, jetzt haben wir eine... benötigt, Sire. Geniale Armee. Wir gehen und töten. So schnell kann es gehen. Mein Gott, warum haben wir das nicht früher gemacht? Tja, damit müsste das jetzt eigentlich zu schaffen sein. Und vielleicht gibt dann Sir William auf, ich weiß es nicht. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter so. Sind auf dem Weg, my lord. Ups. Wieder was verkaufen. Oh, krass. Ich rieche Blut. Blut. Komm Und die sind ja stark. Die halten vielleicht nicht ganz so viel aus, aber die sind ja im Angriff nicht schlecht. Oh ja. Jetzt haben wir ihn. Garantiert. Der Tod ist immer nahe. 40 Leute, das muss doch reichen. Also wenn die Ballisten nicht auf uns schießen, wäre das stark. Und wir können ja selber auch noch mit angreifen. Das kann was werden. Krieg! Ja. Wieso gehen die denn hier vorne nicht durch? Die gehen durchs Turm, wieso die anderen nicht? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Komm, wir reißen das jetzt mal... Achso. Vorne ist alles voller Gehöfte. Da vorne nicht. Da bauen wir jetzt hier so ein kleines neues Tor hin. So. Hops. Die Mauer mal auch wieder neu errichtet. Sieht alles wieder ein bisschen schicker aus. Da würde ich sagen, greifen wir an.
Das, wir probieren das jetzt. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Einfach mal. Bei Odins Bart. Wo soll ich kämpfen? Ein guter Tag zum Kämpfen. Jetzt geht's los. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wählt die Menge aus. Und wir können so schön viel verkaufen, ist das genial. Und dann gehen wir auch noch auf nochmal sicher. Nicht, dass er denn irgendwie jetzt hier gleich einen Gegenangriff startet. Hops, hops. So. Oh. Hab ich's befürchtet? Yep. Hab ich. Und das ist natürlich jetzt blöd. Oh, Captain Stinkhaufen, ey, das kann nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Och, sieht aber ganz gemütlich aus eigentlich, sein Reich hier oben, muss man ja sagen. Ganz schön gemacht. Nicht effektiv, aber ganz, ganz hübsch. Tja, was machen wir nun mit den ganzen Rittern? Das ist natürlich blöde. Vielleicht können wir dich umlaufen. Oder vielleicht laufen sie an uns vorbei. Beim Donner! Komm, wir verstecken uns mal hier unten. Ja! Zieh dich zurück, du Angsthase! Das ist in Ordnung. Das wäre tipptopp. Na, dann warten wir noch ein bisschen. Komm, wir ziehen das mal jetzt hier einmal ganz runter. Kamera wechseln. Oder die Perspektive. So, so. Okay. Ups. So, machen wir ganz ordentlich. Sicher ist sicher, ihr wisst es ja. Und dann sind wir weg. Aber wir warten noch ein bisschen. Lauft, lauft, lauft. Zieht euch zurück. Und dann oh, jetzt ist hier was abgebrannt. Egal. Die ziehen sich zurück und wir greifen an. Ich rieche Blut. Jetzt geht's los. Komm schon, komm schon, komm schon. Das packen wir. Hoffentlich schießen die jetzt nicht auf uns. Ich glaube nicht. Oh, der Arme. Oh mein Gott. Ja gut, die opfern sich für uns. Für eine gute Sache opfern sie sich. Nein. Nicht auf uns schießen. Nicht auf uns schießen, Scheiben. Komm schon. Unsere Truppen werden angegriffen. Angriff, Angriff, Angriff. Stürmen, stürmen. Hallo, ihr da hinten. Kommt. Ich bin bereit zur Schlacht. Wir müssen als erstes die Balliste erledigen. Ich kenne keine Furcht. Hallo. Ich rieche Blut. Ja. Der Tod ist immer nah. Schön. Ich finde, das sieht so cool aus, wie sie die Axt schwingen. Das ist echt stark. Der Burgherr wird angegriffen. Ja, mein Gott. Das stecken wir weg. Oh, oh. Ich glaube, die da oben bewegen sich. Die bewegen sich. Tod den Schwachen. Schnell, schnell, schnell schießen. Gehen wir. Nicht schießen. Erobern. Ah, ihr mordet meine Freunde. Möge Gott sich eurer Seele erbarmen. Ja! Gewonnen, das gibt's ja gar nicht. Das war eine gute Idee, dass wir die ganzen Ländereien da erobert haben. Freut mich gerade richtig doll. Weil das war nicht einfach. Zum Glück haben wir am Anfang gleich ein bisschen daraus gelernt, aus den letzten Folgen und aus den Online-Schlachten, dass man unbedingt Fallen errichten muss, wenn es gegen Ritter und wenn es gegen Schwertkämpfer geht.
Ich glaube, ohne das hätten wir nicht richtig gut hier abgeschnitten, aber jetzt, wir haben es geschafft. Und eventuell können wir dann Sir William in der nächsten Mission oder im nächsten Kapitel, keine Ahnung wann, auch richtig fertig machen, denn momentan ist der Stinkelord ja immer noch unterwegs. Und das ist nicht ganz so schön.